Surferboy Matze ist am Start. Ist geil. Ist wirklich geil. Du willst lieber Fernsehen gucken, als dich mit mir zu unterhalten, oder was? Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Heute melde ich mich mal von einem ganz besonderen Ort aus Portugal. Herrliches Wetter und vor allen Dingen haben wir ein herrliches Auto, nämlich den EQE SUV als 500er, so wie sich das gehört natürlich. Und wir werden dieses Fahrzeug heute einmal komplett durchtalken. Wir reden über das Design, über das elektrische Fahren. Wir fahren natürlich auch sehr, sehr viel. Und ganz am Ende werden wir ein bisschen offroaden gehen, ist ja schließlich ein SUV. Und ich bin sehr gespannt. Moin, Tim. Hi, grüß dich. Ich bin sehr gespannt, ob dieses Fahrzeug nach unserer kleinen Offroad-Tour immer noch genauso schön aussieht wie jetzt. Schauen wir mal. Weil Offroad kann ja durchaus auch mal ein bisschen rougher werden, sage ich mal so, ne? Ich hoffe doch. Kann er das? Das kann er auf jeden Fall. Auto einordnen. EQE ist ja ein E mit drin, das ist ein SUV. Ist das quasi das elektrische Pendant zum GLE? Voll elektrischer GLE kannst du sagen. Du kannst auch sagen, großer Bruder vom EQE als Limousine. Ja. Ja. Also unsere Vielzweck-Variante davon, unser Allrounder. Du könntest aber auch sagen, kleiner Bruder vom EQS SUV. Klar. Also du wirst auch ganz viele Details finden, die wir auch beim EQS SUV haben. Von daher ist das alles so ein bisschen. Ich finde ja ganz ehrlich, dieses Black Panel Design, so heißt das, ne? Genau. Ich finde das sensationell. Es ist ja ein Design, was auch einen Zweck erfüllt. Genau. Wir werden ja oft gefragt, warum sehen die anders aus? Natürlich ist das eine Sache, wir sind im Windkanal stromlinienförmig unterwegs, wollen natürlich eine hohe Reichweite mit den Fahrzeugen erreichen. Deswegen haben sie zum Beispiel vorne die geschlossene Front und du wirst auch sehr viele aerodynamische Details am Fahrzeug entdecken. Lass doch mal drüber reden. Also hier erstmal, da vorne ist alles zu. Richtig. Ja? Dann ist hier, ist auch, das ist alles zu, oder? Das ist alles. Ein Air-Curtain ist hier an der Seite. Genau, an der Seite, hier geht die Luft um das Rad drumherum. Richtig. Du aerodynamisch. Wir haben hier eine AMG-Line, das heißt also nochmal die Sportlichkeit betont. Bei der Electric Art Line, die wir in Serie haben, ist das vorne geschlossen und nicht ganz so sportlich gestaltet. Wie gesagt, es strömt dann da entsprechend ab. Okay. Und dazu kommen noch ganz viele kleine andere Details. Es ist ja nicht nur die Front, die Aerodynamik definiert. Genau, also um das abzuschließen, das sieht so aus, weil es geiler aussieht. Richtig. Wir haben leider immer noch diese Reichweitenangst bei den Elektrofahrzeugen, die eigentlich unberechtigt ist, also die man eigentlich nicht bräuchte, weil wir haben hier knapp 600 Kilometer, die wir damit erreichen. So weit kann kein Mensch fahren, ne? Ohne Pause zu machen, sage ich jetzt mal. Ohne Pause zu machen und du kannst dann auch innerhalb von 15 Minuten lädst du 220 Kilometer nach am Schnellladesystem. Okay. Also von daher. Ein kleiner Burger, ein kleiner Gang. Und dann ist die Bude wieder fertig für 220 Kilometer. Ganz genau. Sehr gut. Aerodynamisch habe ich hier so ein kleines Detail gesehen, hier diese Zacken da unten drin. Ganz genau. 17 Stück sind es. Dient auch einfach dazu, der besseren Luftanströmung vorne im Rad und hinten auch entsprechend. Optional hättest du, weil wir ein SUV haben, natürlich auch Trittbretter an der Seite. Ja, da habe ich auch schon überlegt, ehrlich gesagt. Auch. Weil ich das beim EQC, Geschichte sozusagen, aber da fand ich das Detail mit den Trittbrettern wirklich sehr, sehr geil. Kannst du dir selbst aussuchen, ob oder ob nicht. Auch die Felge ist aerodynamisch, sehe ich. Ganz genau. Wir haben aber geil gelöst ist, weil das sieht jetzt so auf den ersten Blick wie eine ganz normale Felge aus, hat aber hier diese schwarzen Dinger, dass die Felge geschlossener ist, deswegen weniger Luftverwirbelungen hat.
Aber es ist auf den ersten Blick eine ganz normale Felge. Ich finde sowieso, die Felge, ich habe das beim Händler gesehen, es gibt so geile Felgen für das Auto. Auf jeden Fall. Und das Schöne ist, wir haben ja auch echt EQ-spezifische Felgen, ja, die alle natürlich aerodynamisch optimiert sind, aber die sich auch, wie du gesagt hast, durch das Schwarz da sehr schön charmant einfügen und mega, nicht mehr komplett geschlossen wirken müssen. Wir gehen mal zum Heck. Durchgehendes Leuchtenband, also fast durchgehend. Ne? Hier unten zieht er sich so ein bisschen runter. Genau. Sieht auch, ist das dieselbe Heckleuchte wie beim EQ? Genau, du hast die Helix entsprechend, die wir auch aus dem EQS kennen. Also das ist auch wieder unser typisches EQ-Gesicht. Auch da ist es wieder so, wir haben ja insgesamt das Purpose-Design bei den EQ-Fahrzeugen. Und in dem Fall siehst du es auch an der Dachlinie dann. Die fällt nach hinten auch ab. Und auch wie so ein schön rundgelutschtes Bonbon. Richtig, ganz genau. Ja. Und endet dann hier entsprechend am Heck. Und du hast auch hier nicht mehr diese typische Kante drin, sondern auch hier ist es komplett geschlossen. Normalerweise ist es ja so, dass das bis hier geht quasi und dann hört hier der Kofferraum auf. Genau. Und auch das dient natürlich alles der Aerodynamik. Ansonsten der komplette Unterboden ist auch entsprechend verkleidet. Ja. Auch da minimieren wir die Luftverwirbelungen entsprechend. So. Ja. Design jetzt nochmal, ne? Also das hier ist alles schwarz. Ja. Ist das bei jedem Auto schwarz? Das ist bei jedem EQE-SUV so, genau, um diesen SUV-Charakter entsprechend zu unterstreichen. Egal welche Lackierung? Egal welche Lackierung. Okay, finde ich aber geil, wenn du das Night-Paket nimmst. Richtig. Weil das rahmt quasi das Auto so ein bisschen ein, ne? Absolut. Und zwar, also du siehst, es fängt ja schon vorne an, entsprechend, wo du Designelemente vom Night-Paket hast. Das ist hier vorne, das hier? Genau, richtig. Und den Spiegel hast du, die Fenstereinfassung entsprechend. Muss so sein. Und das hier unten ist auch Night-Paket, ne? Ja. Über dem Schweller? Genau. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Es geht ums Thema SUV und da willst du natürlich entspannt reisen. Und dafür brauchst du Platz. Also. Sitzeinstellung passt. Lenkrad geht noch weiter raus, krass. Also das ist meine Sitzeinstellung. Jetzt setze ich mich einmal hinten rein, setze mich quasi hinter mich selber. Dann schauen wir mal, was da vom schönen Platz noch übrig ist. Okay, ich sag mal so, das reicht. Schön flacher Unterboden. Hier hat jeder quasi die gleiche Sitzposition, gleich viel Platz für die Beine, kannst dich reinfläzen. Schon fast Business Class, oder? So, Papa, bring mich zum Strand. Ich will baden. Letztes Teil beim Thema Platz ist der Kofferraum. Und ich muss leider schon wieder, ich weiß, das nervt dich, aber ich muss schon wieder auf den GLE gehen, weil beim GLE ein riesengroßes Fach da unten drunter. Guck mal nach. Ja. Mach mal noch weiter. Jo, alles klar. Das ist genau das. 520 Liter. Wir können ihn noch in der Cargo-Stellung auf 580 Liter erweitern. Ja. Und wenn du dann noch die Rückbank umklappst, sind wir bei knapp 1.700 Litern, also 1.675. Ich würde mal sagen, das reicht, ne? Wenn du Lust hast, ich zeig dir, wie groß. Wir sind hier in Portugal. Ja. Ich habe was mitgebracht. Okay. Da drin? Geh mal gucken. Okay, ich geh mal gucken. Ah, ich weiß, was du gemeint hast. Oder? Surferboy Matze ist am Start. Wisst ihr Bescheid? Okay, pass auf. Einmal umklappen wahrscheinlich. Ich würde genau einmal umklappen. Was für ein geiles Board ist das? Jo. Passt. Ist drin. Kofferraum geht zu. Also wenn ich mir das Auto so im Gesamten angucke, wirkt er, finde ich, viel kompakter irgendwie, als er eigentlich ist. Woran liegt das? Das liegt daran, du vergleichst es bestimmt mit dem EQE als Limousine. Ja, genau. Wir haben hier einen 9 cm kürzeren Radstand. Ja, dadurch wirkt das Auto natürlich ein bisschen kompakter. Ah. Wir haben kurze Überhänge. Und letztendlich, wie gesagt, der kurze Radstand dient natürlich auch der Offroad-Fähigkeit. Ne? Es ist eine Erscheinung. Ne? Das ist jetzt nicht so, boom, so Gott, was ist das für ein Riesenklotz. Aber es ist ein stattliches Automobil, wo du denkst, oh ja, ich habe mir ein EQE SUV geholt. Absolut. Das ist schon gut. Hat der Hinterachslenkung? Unser Hat er. Hat er. 10 Grad in dem Fall jetzt. Das heißt also, wir werden sie ja nachher auch mal ausprobieren. Das werden wir hier gleich machen auf dem Kiesplatz, würde ich sagen. Weil das ist nämlich geil, wenn du mit so einem großen Ofen dann so enge Kreise fährst
Richtig. Ohne dass die Räder durchdrehen, dann ist das schon geil. Ja. Mach bitte einmal ganz kurz auf. Mach mal selber und sei mal ganz lieb und zärtlich zu dem Auto. Weil also, unsere Türgriffe sind versenkbar. Richtig. Okay, ganz lieb. Ah, was ist das für ein geiler Sound? Ja, das ist der neue Sound, Serene Breeze. Was sehr relaxed ist. Da fühlt man sich gleich ein bisschen wohler noch. Aber wir hören es uns nachher im Innenraum auch nochmal an. Du hast jetzt einfach wieder ausgemacht. Nee, der ging von alleine. Okay. Okay. So. Junge, der Screen. Der ist einfach so krass. Dann fahren wir mal los. Boah, Alter, das merkst du jetzt schon, was hier für ein Wendekreis am Start ist, ne? Alter! Bitte fahre zur angezeigten Route. Ja, mach ich gleich, Schatzi. Ich muss erst noch mal einen Donut ziehen, ohne die Räder durchdrehen zu lassen. Alter Schwede, das ist krass. 2 Meter knapp sparen wir uns durch die Hinterachslenkung mit den 10 Grad. Mhm. Guck mal, wie ich das Auto positionieren kann, um jetzt aus dem Tor rauszufahren. Oh, was für eine Sänfte. Ich freue mich jetzt schon aufs Offroaden, ne? Bei dem Fahrzeug, gut, haben wir jetzt die Ermatik drin. Das heißt, also die nimmt natürlich schon mal viel weg und macht das sehr komfortabel. Aber auch schon das Serienfahrwerk mit der Stahlfeder ist schon sehr komfortabel. Du hörst ja jetzt schon die Soundwelt. Ist eher was Relaxtes, so ein bisschen mehr, so ein bisschen Vogelzwitschern dabei. Ja, krass. Also so, das ist der neue Sound, Serene Breeze, der extra hierfür entwickelt wurde, den ich mir später dann over the air quasi freischalten kann. Mhm. Ich finde den Sound wirklich cool. So, ne? Wenn du keine Musik hören willst, du schipperst hier so durch die Lande, dann ist das ein entspannter Sound. Auf jeden Fall. Du kannst aber auch, wenn du jetzt sagst, du willst ein bisschen ein sportlicher SUV, gerade jetzt der 500er, können wir uns auch anschauen. Wir haben noch weitere Sounds, Roaring Pulse. Oh, das ist geil. Ja, sportlicher, ein bisschen aggressiver. Aber sehr dezent im Hintergrund. Obwohl wir jetzt schon Gas geben, hört sich so ein bisschen an wie ein Verbrennungsmotor. Aber wirklich nur ein bisschen, ist sofort klar. Es ist ein künstlicher Sound, aber er klingt nicht irgendwie so, hä, was ist das denn? Sondern es ist so, ah, okay. Passt zum SUV-Charakter und du wirst es auch sehen, wenn du gleich nochmal Gas gibst, wirst du es hier oben am Ambientelicht sehen. Oh, also je mehr Gas man gibt, da wird es dann rot? Genau, also das gibt dir auch nochmal ein Signal dazu, darüber, wie du fährst und spiegelt auch nochmal das entsprechend wieder. Und das Ding geht sehr, sehr schön. Drehmoment spürst du sofort. Das ist, ich mache nur ganz wenig Pedalbewegung am Fahrpedal, nicht Gaspedal, sondern am Fahrpedal. Und das Ding geht sofort sehr souverän, boah, saftig, kraftvoll nach vorne. Das ist echt gut. Das Fahrzeug fühlt sich sehr selbstverständlich an. Alles, was der macht, so Lenken, die Gasannahme, die Beschleunigung, das Bremsgefühl, ist schon sportlich, aber nicht so, dass du denkst, so, nee, Schatzi, also das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Das ist genau richtig. Ich mag das ja, wenn die Lenkung leichtgängig ist. Ne? Bei so ganz normalen Autos finde ich das einfach cool, wenn du möglichst wenig Feedback hast, möglichst wenig auch mitkriegst, ne, von den Bodenunebenheiten, die wir hier haben. Das ist ein absoluter Cruiser. Und das Geile ist, du merkst es sofort, wenn du losfährst. Du merkst es ja so ein bisschen auch beim Gasgeben. Es ist so ein bisschen wie so eine Yacht. Ne? Ja. Wir starten von unten raus, natürlich durch den tiefen Schwerpunkt. Haben wir sowieso eine gute Straßenlage, aber entsprechend durch die Fahrwerksabstimmung auch nochmal. Das interagiert alles miteinander. Ist geil, ist wirklich geil. Wir haben jetzt die Streckenführung hier drin. Auch hier können wir jetzt schauen, wann kommen wir an. Ne? Ja. Wenn wir jetzt eine längere Strecke hätten, würde er uns entsprechend die Ladestopps einplanen. Vollautomatisch? Vollautomatisch, je nachdem. Du kannst dir aber auch, wenn du jetzt bei uns unterwegs bist oder hier in Portugal öfter und sagst, die Ladestation, da trinke ich immer meinen Espresso, kannst du dir die einspeichern und sagen, ich will dann immer da laden. Ich kann aber natürlich auch hier nochmal schauen, wie
optimiere ich die Reichweite. Ja? Also wenn ich jetzt die verschiedenen Optionen anklicke, könnte ich nochmal 10 Kilometer mehr bekommen, indem ich bestimmte Funktionen, sage ich mal, einschränke. Ansonsten haben wir jetzt hier ein Viermatic-Modell. Du hast also vorne und hinten entsprechend den elektrischen Antriebsstrang. Ja. Und wir haben eine Disconnect-Unit dabei, die also in bestimmten Situationen komplett eigenständig die Vorderachse entkoppelt. Also und dann läuft sie einfach nur noch mit wie ohne Antrieb? Genau, richtig. Die läuft einfach mit, um einfach diese Schleppverluste nicht mehr zu haben. Und dementsprechend erhöht das auch nochmal die Reichweite. Also Hyperscreen, ne? Wie groß ist der? In der Breite 1,41. Das heißt also, du hast hier unter einem Deckglas sozusagen drei verschiedene Displays. Und das Schöne für mich ist jetzt, ich meine, wir sind sehr komfortabel unterwegs, wir können uns massieren lassen. Ja. Auf einer langen Strecke, vielleicht ist mir auch mal langweilig und ich möchte Fernsehen gucken. Du willst lieber Fernsehen gucken, als dich mit mir zu unterhalten, oder was? Ja. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ah, du guckst echt Fernsehen. Hä, wieso geht das jetzt aus? Na, weil du ja nicht Fernsehen gucken sollst, um der abgelenkt. Merkt das hier mit diesem Sensor? Genau, da vorne ist eine Kamera drin. Alter, das ist richtig krass. Ich habe ansonsten die Möglichkeit, über Sync nicht nur normales Fernsehen zu schauen, sondern entsprechend auch Videostreaming zu haben. Wir haben Musikstreaming-Dienste hier drin. Also all das bietet mir die Möglichkeit, ein gewisses Entertainment zu haben. Mhm. Und wie geht das dann, wenn ich aber meinen Radiosender hören will und nicht deinen Fernsehgedudel, irgendwie deine neueste Serie mitgucken will, weil mich das nicht interessiert? Dann nehme ich mir einfach meine Kopfhörer und dann geht's los. Alter Schwede. Wir machen jetzt Offroad, Schatzi. Die Route führt hier lang. Die Route führt hier lang. Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt aber Offroad fahren, würde ich sagen, nehmen wir natürlich auch unser Offroad-Fahrprogramm. Ja, bitte. Ja. Das heißt, also auch hier gehe ich wieder hin. Ah, hier ist noch so ein extra Fahrprogramm aktivieren. Okay. Du hast die Navigation jetzt da. Ja. Du siehst jetzt schon, dass er das Fahrwerk gerade anhebt. Ja. Ne? Über die Airmatic entsprechend können wir unsere Bodenfreiheit erhöhen. Wie viel höher geht der? Bis zu 30, bei der Airmatic jetzt 25 mm. Mhm. Das ist die Möglichkeit, um jetzt hier auch noch mal komfortabler unterwegs zu sein. Und du müsstest es jetzt schon so ein bisschen merken. Wir haben jetzt so eine kleine Schotterstraße, dass die Airmatic das schon durch die Sensorik und Algorithmen schon so ein bisschen ausgleicht. Wenn du auf das Haus drückst, So, kannst du dir die Anzeigestile auswählen. Du kannst sportlich, klassisch, Navigation Offroad. Oder jetzt Offroad. Boah. Du hast entsprechend den Kompass dabei, du hast den Antrieb. Da siehst du, ob irgendein Rad durchdreht oder sonst irgendwas. Genau, genau. Das ist schon krass für so ein Auto. Ne? Jetzt wissen wir ja, dass normalerweise niemand Offroad fährt, egal wie krass der Offroader ist. Aber trotzdem habt ihr es ernst gemeint, das Thema SUV auch hier zu spielen und zu sagen, okay, wir haben hier multiple Anzeigen, die wirklich krass sind und sehr informativ und wirklich zu jedem Fahrzustand alles Mögliche erzählen. Neigung, Lenkwinkel, natürlich auch Geschwindigkeit und so. Alter, ist das geil. Also er lässt sich wirklich, er geht mit einem leichten Slide aus der Kurve raus, greift dann ein, aber sehr sanft. Das müssen wir jetzt einmal machen. Alter. Was ist das denn für ein Blick? Also das kannst du halt nicht mit einer S-Klasse machen. Nee. Hier, ne? Alter. Da sieht man das Meer. Alter, was sind das für krasse Wellen? Schwimmen kann er leider noch nicht. Ich auch nicht. Wir haben ansonsten die Möglichkeit, ich meine, wir haben jetzt ein bisschen Offroad. Ja. Ich zeig dir mal was. Transparente Motorhaube. Kennen wir auch aus den anderen SUVs. Yes. Das heißt, ich müsste jetzt nicht aussteigen, um dir zu sagen, das ist so und so da tief vorne ist ein oder dicker was Stein. Auch immer. Sondern du siehst das alles, wenn wir uns jetzt bewegen, dann wird dieses Feld, siehst du, wird auch kleiner. Wenn du nach hinten fährst, entsprechend auch. Aber das ist wirklich geil. Du siehst das jetzt auch hier. Ne? Boah, was ist das denn? Die 360-Grad-Kamera. Alter Schwede. Ah, jetzt kann ich zufahren. Das ist auch das Geile, dann kannst du gucken, genau. Ist jetzt hier an der Seite ein Rock oder ist da keins, dann kannst du ihn wieder drehen. Wie geil ist das bitte? Mega. Total. Ansonsten habe ich die Chance, hier ESP an und entsprechend auszumachen. Ah, wenn ich's das also ESP geht aus. Richtig. Kommt jeder. Ja, okay. Hast du also gemerkt? Das merkt man definitiv. Das Geile ist wirklich, dass er schön wirklich
schön mit dem Hintern wedelt, ganz ehrlich. Das macht richtig Laune. Boah, Alter, der Blick. Wir haben jetzt ja ESP oft, das heißt also, du hast, wäre jetzt zum Beispiel im Sand oder so, wo du viel Schlupf brauchst, dementsprechend würde er dir das bieten. Ich kann es aber auch anmachen, ESP wieder, dann wäre das Beispiel, weiß ich nicht, auf einer nassen Wiese oder so, wo wir natürlich nicht wollen, dass es durchdreht. Dementsprechend habe ich hier nochmal die Möglichkeit. Eine G-Klasse ist es nicht. Mir fehlt auch so ein bisschen der Haltegriff jetzt inzwischen hier vorne. Aber also ganz ehrlich, wirklich ganz ehrliche Meinung, von außen echt ein Sahneschnittchen, wenn du damit fährst. Wir fahren Offroad gerade, ne? Und das ist einfach so sänftenartig, dieser Komfort. Das ist sehr, sehr sexy. Meine ganz ehrliche Meinung jetzt, ne? Das ist ein sehr, sehr schönes Auto geworden und ich finde, dass das Design von den EQ-Modellen noch besser zum SUV passt als zur Limousine. Ja. Das ist noch schlüssiger, noch besser und dann hast du diesen Multitool-Gedanken von dem SUV halt dabei, dass du sagst, du kannst damit alles machen. Vielen lieben Dank, Tim. Danke dir, hat Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht. Hoffe euch auch. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. So, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, ihr wollt noch mehr vom EQE SUV oder vom gesamten Mercedes EQ Lineup erfahren, dann könnt ihr euch jetzt schon freuen. Neues Format haben wir am Start, nämlich ein Live Q&A, wo ihr eure Fragen stellen könnt. Und zwar an diverse Produktexperten und an mich persönlich natürlich auch. Ich bin auch am Start, bin ehrlich gesagt schon ein wenig aufgeregt, denn live gibt es halt nur einmal. Also entweder Link in der Beschreibung oder direkt hier draufklicken. Viel Spaß dabei. Tschüss, euer Mattes. Ciao.